Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Oh, wir sind nicht mehr auf der Karte Ravenport, wie ihr sehen könnt, sondern auf der Map Geiselsberg. Ja. Das hat den Grund. Ich habe außersehen den einen Speicherstand gelöscht. Ja. Auch egal. Ja. Mir hat es ja sowieso generell nicht so auf der Map Ravenport zu gefallen. Aber egal. Wir haben neue Maschinen. Wir haben einen viel größeren Hof. Einen viel schöneren Hof außerdem noch. Ja. Und etwas kleinere Felder, um hier eben dann auch mit mehreren kleineren Maschinen eben. Das ist dann eben auch machbar, die zu bewirtschaften. Dann dauert das auch nicht so lang. Ne? Im Vergleich zu Ravenport sind ja die Felder hier recht klein. Also in den mehreren Monaten, wo jetzt nichts kam, kam ja inzwischen das Class-Add-on. Worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und ja. Hat uns natürlich mehrere Fahrzeuge gebracht, wie eben. Zum Beispiel den Jaguar hier, den 980er von Klaas, aber eben auch Trecker, Mähdrescher, Teleskoplader, Frontlader, Mähwerke, Schneidwerke, Beinpressen, ja. Ladewagen und so weiter, den ganzen Mist. Ich habe schon mal hinten am Feldrand den Tucano vorbereitet. Den wir jetzt hier das Weizenfeld abmähen werden. Ich hatte ja schon mal vorher eine Bahn probiert mit einem etwas kleineren Mähdrescher, den ich eben durch das Vorbestellen erhalten habe. Ja, den habe ich da aber wieder verkauft. Der Korntank war mir etwas zu klein. Ja. Ihr seht, wir haben noch 330.000 auf Konto. Aber es wird jetzt erstmal als Reserve bleiben. Falls wir uns nicht noch irgendwas kaufen wollen. Ja. Also es werden nicht täglich Folgen kommen, beziehungsweise nicht mal wöchentlich, vielleicht gerade mal monatlich. Ich weiß es nicht, weil ich mache das hier alles just for fun. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag. Geil, wir haben jetzt hier erstmal das Feld ab und sehen dann weiter.
So, das Service ist jetzt erstmal fertig. Stellen wir es jetzt hier erstmal ab. Nur den Weizen fahren wir in den Silo. Erstmal Silo. War jetzt zwar nicht viel, aber was kann man bei, aber einen hohen Ertrag kann man bei diesem kleinen Feld auch nicht erwarten. Und werden wir später auch was anderes machen, da werden wir nicht nochmal was drauf anziehen. Wahrscheinlich werden wir was zur Wiese machen. Mit irgendeinem Stall da drauf bauen. Aber was werden wir damit machen? Jetzt gucken wir, ob wir überhaupt irgendwas in Silos drin haben. Ja, haben wir. Milch haben wir noch keine, warum haben wir noch keine Milch? Das ist jetzt bestehen. Dann holen wir, setzen wir jetzt den Helfer auf dem Sojafeld an. Und das ist ich glaube da, das sind besser. Die eigentlich hier gucken, als die eigentlich hier stehen müssen. Ich weiß, dass Unkraut drauf, aber irgendwie ist es verbuggt. Ich krieg das mit der Spritze nicht weg. Natürlich hat das ja schon wieder viel zu hoch.
was wir mit wenn wir es jetzt halt im Soja mit drin haben. Ist jetzt halt auch egal. Ja, jetzt gucken wir mal, was noch alles ansteht. Also das Maisfeld, das steht auch. Ist auch schon reif. Ja. Würden wir dann jetzt mit dem Hexer hinfahren? Aber da warten wir jetzt erstmal noch. Weil die Lage sind wir jetzt erstmal noch versorgt, weil ich hatte vor Folgen anfangen. Erstmal mehrere Silageballen beim Händler gekauft. Ja. Die Gerste und den Weizen holen wir uns auch später. Auf der 62 können wir wenigstens noch den Helfer fahren lassen, aber auf der 63 müssten wir dann selber machen. Und ich glaube, dafür bräuchten wir wirklich einen. Was macht denn der jetzt? Ich glaube, dafür bräuchten wir dann wirklich einen größeren Mähdrescher, weil, okay, das Feld ist wirklich relativ sehr, ist relativ riesig. Ich gehe jetzt mal nachgucken, was der da schon wieder macht. Hä? Blickt da jetzt irgendwie nicht durch. Wir werden es nachbearbeiten müssen. Das sehe ich jetzt schon. Ich glaube, wir werden auch mehr als nur einen Mähdrescher brauchen. Aber dazu später mehr. Als jetzt dunkel, jetzt können wir auch nicht mehr so viel machen. Der Helfer, den lassen wir jetzt erstmal weiterfahren. Und spulen jetzt erstmal die Zeit vor. Machen wir mal 12 Stunden. Alles klar. Gut. Haben wir jetzt Nebel. Sieht schon nicht schlecht aus, die Karte. Gut. Dann holen wir uns jetzt einen Trecker und mähen die Wiesen. Während er da vorne hier arbeitet. Alter, was macht denn der für eine Scheiße? Schnappen wir uns in Aktien. Fahren damit jetzt im Mähwerk, das Mähwerk.
ruckelt gerade echt.
Aber als nächstes mit einem Zetter und Schwader. Ich sehe schon, dass er gleich abgetankt wird. Ein großer Schneider, ich glaube, wir holen sie. Ein großer Schneider. Das verringert ja einfach die Arbeitsplätze. Das soll jetzt aber erstmal fürs erste gewesen sein, denn ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde angelangt. Daher möchte ich bitten, Daumen nach oben da zu lassen, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, auch egal. Würde ich sagen, tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.